Ja. Hörst du das? Woher kommt das? Komm, wir gucken mal. Auf geht's, Ra, wir mischen uns unter das Volk und gebt allen der Runde aus. Die Lannisters wurden geschlagen. Lasst uns feiern. Hey, hey, hat so. Wann findet ein Henker nie den Rückweg, hä? Ja, weißt du es? Weil er nur die Hinrichtung kennt. Ich hab auch einen dazu. Was ist eine Raupe in einer Rüstung, hä? Ein Raubritter. Ja, ich hab einen aus dem Norden, ne? Hinter der Mauer. Was bekommt ein Kannibale, der zu spät zum Essen kommt? Ne? Die kalte Schulter. Wie kannst du mir das vorstellen? Sechseinhalb Stunden später. Ja, so ein Sieg muss natürlich ordentlich gefeiert werden und wenn wir natürlich nach dieser Nacht einen ordentlichen Schädel hatten, hat es sich doch am Ende gelohnt. Ja, ich hoffe, dass in dieser Folge weitere Siege folgen werden und übergebe an den Aufzeichnungszorn. Euch wünsche ich viel Spaß bei der Folge und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, da sind wir in Harroway. Entschuldigung, ich vergesse, wie wir jetzt weitermachen. Wir haben auch neue Truppen tatsächlich. Ich meine, zum Mundesessen haben wir jetzt eine ganze Menge. Ich würde ja echt am liebsten irgendwo hingehen und das einen Teil davon verkaufen. Harrenhalm wird belagert, sehe ich hier gerade. Das ist eigentlich auch gar nicht weit weg hier. Aber trotzdem neue Truppen. Arrentown, hier sind lauter Feinde überall. Ach, da ist Joffreys Armee tatsächlich. Wir können auch mal auf die andere Seite hier Richtung White Harbor ist das, glaube ich. Nee, ist nicht schon Salt Pans. Damals zu schauen. Okay, ein einzelner Mann ist ein bisschen wenig, ich habe doch mehr. Wir haben schon ganz schön gelitten bei dieser Schlacht. Aber gut, ne? So ist das halt neben als Söldner. Und vielleicht haben wir hier drüben ja etwas mehr Glück mit unseren, doch tatsächlich gekämpft hier unten. Karawanen werden hier überfallen. Ah ja. So, warte mal. Gab es hier nicht mal einen Recruit All Button? Ich hätte schwören können, dass es mal einen Recruit All Button gab. Ja, kaufen doch mal hier nichts. Wir sind auch schon fast vollständig damit. Lass mal nach Salt Pans gehen. Können wir hier jemanden helfen? Für den Vale. Ach, guck mal, hier ist auch ein Turnier. Ich will gar nicht mitmachen, ja. Ja, komm, wir füllen uns hier einfach mal auf zur Vollständigkeit. 48 Mann. So, können wir hier denn vielleicht mal das Grain verkaufen? Das ist hier überall. Es bringt nichts. Es ist überall saugünstig. Und wir brauchen halt auch Platz. Ich denke, 40 sind okay. Das kannst du auch wegmachen. Das kann auch weg, würde ich sagen. So. Okay. Damit haben wir ja sogar ein bisschen Geld. Lass uns mal ein paar Pferde kaufen, die nicht ganz so abartig teuer sind. So für 2000, so, dass wir auch mehr Kavallerie quasi ausbilden können. Vielleicht ein kurzer Blick auf die River Run, Leute. Ach, unser Stark Levies hier. Wir haben ziemlich viele Schützen eingebüßt, so wie es aussieht. Aber, ja. Ich meine, wir könnten natürlich auch aus euch einfach hier diese Klassen... Die sind doch so aus, als seien sie gar nicht schlecht, oder? Dann machen wir aus den Starks hier jeweils die Nahkämpfer und machen aus den Riverrun-Leuten auch Schützen. Aber das, was ich eigentlich gucken wollte, ist, ob die denn auch die Edelleute sind tatsächlich nicht beritten. Ja, also
Ich meine, seien wir mal ehrlich, ne? So krass sind die nicht, oder? Sie sehen auf jeden Fall auch nicht krass aus, ne? Aber irgendeine Kabel gibt es auch mal halt. Gut, ich ruhe mich kurz aus und dann werden wir mal unser Glück versuchen beim Turnier. Auch wenn wir wahrscheinlich alle schon wissen, wie das Ergebnis aussehen wird. Ich werde wieder im Finale verlieren. Also, das ist ja das Witzige, ne? Ich schaffe es immer ins Finale, ich verliere dann aber das, den letzten Kampf sozusagen. Aber gut. Sovereign Decorated Chainmail, okay. Südliche Kettenrüstung. Dekoriert auch noch. Das sind wir aus dem richtigen Babbo, wenn wir das anziehen. Henry Bracken. Sally Patch, Clayton Waters, Waldorf, Ray, wow. Und Wayne wieder. Dieser Wayne. Tja! Ja, das ist das hier eigentlich schon quasi Vale. Au. Nicht aufpassen, diese Medizin funktioniert in beide Richtungen, ne? Mit dem Heranreiten und Leuten den Speer ins Gesicht schleudern. Ich hab's nicht gesehen. Aber hey, wir waren der Vorletzte, also das reicht, ja. Es ist wieder ein Riverlands-Kampf, das ist die meine neue Nemesis hier offensichtlich. Ah, natürlich ein Zweierkampf. Natürlich, weil was sonst, ne? So. Du Schwein! Ich hasse dich! Okay. Oh nein, gegen Henry. In der nächsten Runde. Ja, so, like und weiter rüber als Allied Swordsman. Oh, wow. Das hätte natürlich auch böse enden. Ist das eine Couchlanze? Das ist tatsächlich eine Couchlanze. Er hat mein Pferd hart malträtiert, der Junge. So, wenn ich jetzt anlege, ne? Und ihn treffe. Ich müsste halt treffen. Pole-Arms sind wir jetzt auch nicht so krass unterwegs, ne? Die Neigung der Leute, keine Helme zu verwenden, ist echt interessant eigentlich, ne? So, jetzt haben wir mehr Reichweite. Wir haben sein armes Pferd etwas angeditscht. Das sind natürlich auch eine Strategie, ne? Einfach sein Pferd ihm wegzuballern. Ne? Ja, komm schon, komm schon. Ja, wird wohl ein längerer Kampf werden. Jawoll! Ach, hat's mal geklappt! Meine Güte! Wie bei einem echten Turnier. Also so fast ohne dieses Mittel. Ding. Und jetzt gegen Saleh Page. das Vertrauen auf sich selbst. Oh, zwei Handkampf. Ich dachte, die hätte nur so eine Münzkutte an, aber die hat ja echt einen Kettenhemd und so. Mein Gott, wir haben gewonnen. Oh mein Gott. Ich danke der Academy. Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Wie ist das jetzt passiert auf einmal? Was? Oh mein Gott. Ja, das ist halt die Babbo-Rüstung. Die wollte halt unbedingt haben. Ich verstehe es schon. Die wollte das schon haben. Okay. Jinx. Jinx mit dem schönsten Banner der Welt. Jetzt auch helmmäßig. Jetzt auch. Oh wow, das ist sogar ein Punkt schlechter in Body, aber dafür Arme 3. Also, das ist schon.
A-mäßig eine massive Verbesserung für uns. Und für Hranak jetzt natürlich dann auch, ne? Okay. Ja, wie ein echter Mann trägt natürlich keinen Helm. Rekrutieren, nee. Gibt es hier? Nein, gibt es auch nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir kehren zurück an die Front, so ein bisschen. Nicht weiterhin das Problem, dass wir halt echt, ja, jetzt sind wir auch unser erstes Level in Polars, ne? Ja, ne, auf dem Pferd ist, denke ich, eher die Variante, wie wir Polarms einsetzen werden. Ja, wir könnten nach Wicken dann gucken. Zumindest schnell mal. Eerie mischt sich nicht ein, also haben sie das hier dargestellt, ne, diese Treppe. Hört sich in den Büchern viel übler an, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt gleich beim dritten oder beim vierten. Also es ist gerade, wo Rob quasi unten angekommen ist und jetzt der Kampf so irgendwie beginnt. Jetzt kommen die spannend. Ach, guck mal, da ist auch noch ein Turnier. Ah, okay. Stonehenge wurde eingenommen. Ja, ne, jetzt mit, also, kann nichts mehr schiefgehen, oder? Black Heart. Das schwarze Herz ist die Belohnung. Oh, es ist eine Zweihandaxt. Naja. Edmund Waxley. Hranak macht natürlich auch mit. Und weitere Leute. Ah ja. So, mal gucken, ob wir unseren glorreichen Sieg wiederholen können. Auszuweichen. Ach so, diese Art von... Furchtbar. Komm schon. Wir müssen mal hier weg. Das wird nichts. Ja, da mich, glaube ich, beinahe erwischt, ehrlich gesagt, ne? Ja, jetzt hat er wieder gemerkt, ne? Lieber doch nicht mit dem. Aufgepasst. Ja, so früher ging das immer echt viel schneller, muss man sagen. Ja, also. Oh, Junge, Junge. Blutig geprügelt hier, aber unsere Rüstung hat gut gehalten, letzten Endes. So, es ist ein Free for All. Oh ja. So geil. Da mal Pferd gedamaged. Ihn sollten wir angreifen. Er ist der gefährlichere, glaube ich. Hat sich jetzt auch auf uns eingeschossen hier. Boah, komm. Und gegen den Kopf hier. Ah! Weil das ist wieder ein. Das ist ein Veiled Soldier, sogar noch besser im Pferdekampf hier. So, ich denke, da müssen wir mal den hier auspacken. Jawohl, ja. Sehr schön. Edmund Waxley ausgenockt. Gut. Sehr gut. Also ich hoffe, euch geht's genauso, aber ich finde das halt furchtbar spannend, weil ich halt so super schlecht bin. Deswegen, es macht so momentan echt aus, ne? Das ist wieder Edmund hier.
Na komm. Tja! Ich hab mal sein armen Pferdchen hat er mitgegeben. Mit der Rückhand hier, gib ihm! Alter! Dieser verdammte Stein! Na komm schon, ich muss ihn irgendwie mit der. So knapp! Junge, Junge. Steck dein Schild weg, Junge. Verdammt. Schon treffen, treffen, treffen! Ah. Nein, nein. Ja, also das muss man echt sagen. Vielleicht stelle ich mich auch echt blöd an, ne? Vielleicht gibt es auch wieder irgendeinen Trick, den ich halt momentan nicht drauf habe, ne? Ach, früher ging das viel, viel schneller. Diese Entscheidungen, meine ich, in diesen Kämpfen. Vielleicht ist der Typ auch super gut, ne? Das kann natürlich auch sein. Jawohl, ja. Hat er mal nicht aufgepasst. Sehr gut. Der Stein war's, Mann. Der Stein hat uns gerettet. Okay. House Royce gegen wahrscheinlich gegen den Typ hier, ha? Huh? Ja. Ein Südländer. Und auch noch zu Fuß, ha? Huh? Er hat aber keine Rüstung an. Dafür ist er schneller, wa? Sag ja, der ist schneller. Puh. Das war knapp, aber wir haben's. Wir haben eine zweite Axt gewonnen. Ich bin so glücklich. Das schwarze Herz. Jetzt haben wir das nicht nur verinnerlicht, sondern auch als Waffe. Okay. Ja, Was machen wir jetzt damit? Ich würde sagen, verkaufen, oder? Ich meine, das ist ziemlich lang, ehrlich gesagt, ne? Aber die Frage ist halt... Das anstatt dem mal verwenden? Nachteil ist halt, dass wir keine... Ne? Ich glaube für Belagerung oder so wäre das durchaus gar nicht schlecht, ne? Oben drauf hauen. Ist auch eine Menge Geld, aber... Und gegen Schilde ist es halt gut. Wir behalten es mal. Ja. Ja, wow, das ist, weiß ich mal, tatsächlich ein ziemlich langer Part hier am Stück. Aber hey, wir haben zwei Turniere gewonnen. Ich glaub's ja nicht. Ich werde jetzt nicht sagen, naja, ist natürlich auch Übungssache, ne, und so. Fangen wir jetzt gar nicht erst damit an. Gang needs Recruits. Nein. Kein Interesse, ehrlich gesagt. Was sagt denn die Taverne? Ja, der Dude. Wir schauen mal. Gucken wir uns diese Armeen hier vorne an. Gucken, ob wir da unterstützen können. Vielleicht können wir uns in irgendeine größere Schlacht... Reinmogeln ist nicht das falsche Wort, aber... Wenn wieder Karawanen hier überfallen, jetzt hier immer in dieser Enge hier. Stonehenge, das erobert wurde, wird belagert. Ah, Waldbanditen, ha? Huh? Ja, ich weiß, es ist das antiklimatisch, ja, aber wir werden sie uns auch, hier sind drei Stück. Als ob die nicht irgendjemanden schon überfallen haben. So, wir sind jetzt auch Pferde, wir sind auch schneller als sie. Also, wir gehen gleich dazu hier. So, wir vertrauen euch nicht, wir schicken die Leute rein, stirbt keiner, weil wir so eine Überzahl haben.
Den könnt ihr behalten. So. Hey, ein Norse Hatchet. Könnten natürlich hier auch einfach irgendwie so ein Dorf plündern, wa? So eine ganz klassische Sache hier abziehen. High Heart. Take a hostile action. Raid the village. Viele sind ein paar. Wir greifen an. Under my command! Yeah, drei Leute. Ja, es ist egal, dass der Mounted ist. Das ist schon okay. So, Leute, ne? Ihr werdet vorsichtig vorangehen. Meine Nachtwachengarde hier. Ach, guck mal, der hat jetzt echt das Banner, ne? Ach, endlich haben wir einen Banner. So. Nimm dir mal dieses majestätische Beil des Todes. Junge, ist das lang! Junge, ist das lang! Und es, ne, es ist natürlich eins, das was durchschlägt, ne? Durch mehrere Leute. Damit können wir Polo spielen, so lange ist das. Guckt euch das mal an. Okay, das war gar keine so schlechte Idee tatsächlich, dass wir das nicht weggetan haben. Ja. Also ich könnte Polo spielen, wenn ich was treffen würde. Offensichtlich, aber... Komm schon. Lass sie nicht weg. Mach sie kaputt. So, alle aufgerissen, verdammte Bauern. Was wehren die sich auch? Ein Toter von uns, ein Stark Footman sogar. Ja, das ist bitter. Miliz könnt ihr behalten. Oh ja, sehr schön viele. Tali Footmans, zack. Norman Woodsman, das sollen auch Ranger werden. Ja, Stark Horseman. Ist. Wir haben jetzt ein paar Mounts, mit denen wir das wirklich machen können. Ach, perfekt, guck mal. Eine wunderschöne Fellkappe. Der sieht auch sehr begeistert aus. Da hätten wir mal einen Bogen. So, das war nicht das, was hätte hier laufen sollen. Aber ich habe es bestimmt nicht gehört, was zu leise ist. Bestimmt nicht. So, dann bitte weiter raiden, ne? So, bisher... Oh, Sebastian Farmen. Wir beenden das Raiden. Wir haben immer ein paar Schafe noch geklaut. Wir haben die schon geklaut, ne? Die sind... Nee, das ist erst, wenn wir fertig sind, ne? Nee, wir haben sie schon geklaut. Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Wir haben einen Fokuspunkt. Ich, ganz ehrlich, es ist mir jetzt echt, ne, Oh, der Blackfish. Tristan Bane. Oh, da könnte man helfen. Ja. Also, pass auf, das sind 58 Kavalleristen. 58. Und wenn das schon wieder diese echt krassen Boys sind. Und wir haben halt fast nur Rekruten so gefühlt, ne? Guck mal kurz rein. Und wenn sich abzeichnet, wer gewinnt, kommen wir eventuell dazu. Hier ist Ausgleich. Ja. Okay. Die Lannisteros. Also hat sie noch 40 Kavallerie. Das kannst du vergessen. Nee. Das, Kavallerie ist abartig mächtig in dem Mod. Wir versuchen uns mal hier ein bisschen an Sylvia Cox eventuell dann zu hängen. Da waren Banditen. Mal gucken, was sie hier vorhat. Wahrscheinlich Wayfarer's Rest belagern, so wie es aussieht. Ja. So, diese Jungs hier. Die könnte man... Also, wir werden sie unterstützen natürlich noch.
Ich weiß nicht, ob diese Leute was dabei haben oder nicht, aber wir werden sie auf jeden Fall jagen. Was immer ihr habt, ich nehme das mit. Schick die Truppen. Das sollte eigentlich auch so funktionieren. Gut. Nope. Ein paar Grapes. Naja, ich meine immerhin was zu essen. Ja. Könnte schlimmer sein. Das hier könnte man auch plündern. Ist aber sehr nah dran an der Stadt. Das ist ein bisschen... So, gucken, ob wir hier helfen können. Vielleicht auch bei einer Belagerung aktiv mitmachen. Oh, hier sind noch Broken Men, die wir... So, Walda Frey sammelt dabei. Wo ist der schwarze Walda Frey? So, ihr Briganten. Hinweg mit euch. Was? Diese random Verluste immer wieder. Naja, aber wir müssen aber auch mal hier, ne, automatisch quasi machen, damit wir dann besser werden. Also, was soll's? Verbessern wir Leute. So ein paar Schützen. Tali Footman. Ah, hier nochmal. Das kostet mittlerweile so richtig was. Auch hier könnte man Pferde klauen. Pferde klauen finde ich gut. Oh mein Gott, 76? Das ist ein bisschen viel tatsächlich für uns. Ach, warte mal, können wir noch rekrutieren hier? Wow. Das sind sich auch Riverland-Rekruten. Ja, nimm mal die Nobel-Leute. 2700, unser Geld geht auch echt zur Neige. Die will hier... Oh, ich glaube, die kämpfen schon. Ja, komm, wir machen mit. Ab geht die Post. Sergeants in charge! So. Ich lass mal die anderen mal vorlaufen. Okay. Was wir natürlich machen könnten, ist... Wieso bin ich eigentlich so unglaublich langsam? Das üben wir hier. Ist mein Horse irgendwie lame oder so? Ich weiß gar nicht. Wir müssen eh absteigen gleich. Ja, das meinte ich übrigens mit einem Bogen. Wäre halt auch mal nicht schlecht, weil... Was sind denn hier die Leitern? Leiter. Hier ist eine Leiter. Auf geht's, aufstellen. Das mache ich zur Not auch alleine hier, ja. Oh, da kommen welche. Eigentlich sollte man das nicht machen, hier als Erster hochzugehen, aber... oh Gott. Gleich weiter. So, da drüben. Ah. Wir wollen ja nicht sterben hier, ne? Deswegen waren wir ein bisschen vorsichtig, aber das ist das hier für ein krasser super hier. Westerlands Iron Man. Okay. Da würde sich natürlich wieder hier in ein anbieten, was muss ich einfach unten chillen. Leute, da sind oben noch Leute drauf, ne? Oh. Der ist aber mir vorbeigerannt. Wo ist denn hier der Rest? Da ist einer. Und da hinten sind auch noch Rote. Ja.
Das ist schon so leicht das Problem, sich jetzt so koordinieren, die Jungs, ne? Was sind denn hier alle? Na, ihr chargt mal und so. Ja, da hinten geht einiges ab. Da überschlagen sie sich richtig. Die Geschwindigkeit, mit der wir uns bewegen, ist phänomenal. So, das war's. Wir haben gewonnen. Ja. Und wir haben so viel dazu beigetragen. Das ist halt unglaublich. Ja, auf jeden Fall hier hat es schon mal gefallen. Ich bin Jinx, ne? Ich helfe gerne. Immer. Ja, ein paar Gefangene können wir mitnehmen. So, Rekruten. Ich meine, ein Schütze wurde aufgewertet. Oh, gewachste Schützenschuhe. Sind besser als unsere. Unglaublicherweise. So. Western Curse. Ja, nehmen wir alles mit. Warte mal, dein normales Outfit ist... Ach, guck mal. Ja, das ist tatsächlich besser gewesen als sein, naja, nicht ausgeoutfit. Zieh diese tolle Kappe an. Du kannst sogar die... Warte mal. Diese Schuhe gehen da tatsächlich. Diese Kappe geht auch in der Stadt. Das hier alles geht auch, ne? Ja, ist doch eigentlich prächtig. Sogar die Arm-Wraps, wobei, ne, die sind besser. Ja, schau mal, wie stattlich wir jetzt aussehen, wenn wir in der Stadt drin sind. Großartig. So. Gut, wir haben also unsere Aufgabe hier erfüllt. Wir sollten jetzt, glaube ich, ein paar Sachen verkaufen gehen wieder. Ja. Ja. So, wir warten hier mal eine Runde, bis sie wieder hergestellt sind. So, Madame kommt wieder raus. Wir folgen ihr mal. Wo ist die nächste Stadt? Haraway da oben. Viele Robber Knights in dieser Gegend. Ja, verkaufen wir mal die Schafe und so, die verlangsamen uns bestimmt. Super viele Truppen hier unterwegs. Und wie gesagt, ich denke, wir gucken uns gleich mal an, wer Hardenhall belagert, ob wir da helfen können. Nicht Taverne, ja doch Taverne. Erstmal das und wir brauchen wieder ein bisschen Geld, habe ich gehört. So. Dies ist auch alles okay. Hartmut kann auch weg fürs Erste. Truppen rekrutieren, wir haben Verluste gehabt. Und zwar gar nicht so knapp tatsächlich. So, da ist auch die Armee. Die dann vorbeiläuft, weil sie zu schwach ist, schätze ich. Wer ist das hier genau? Niemand bestimmt das. 505 Leute. Wir brauchen. Da ist Kingsland. Wir sind gar nicht so weit weg von der Hauptstadt tatsächlich. So, ne, hier, River Lords, Sun und alles. Wir haben gesehen, wie furchtbar schwach die sind. Ja, so ein paar harte Stark-Leute haben wir noch dabei, aber nicht genug, ehrlich gesagt. Hat sich diese Armee jetzt irgendwie aufgelöst? Die stürmen gerade die Stadt hier. Ja, auf geht's, Motten. Wir müssen hier eingreifen. Oh mein Gott. 214 Kavalleristen. Wie viele haben wir? 74. Oh mein Gott. Ja, komm, der Piper-Dude kommt auch noch dazu, oder? Ja, komm, Piper. Tu es. Wir kommen auch mit dazu. Okay. Helfen wir beim Aufräumen, würde ich fast schon sagen. Da waren jetzt ein paar Ticks dabei, die ganz schön heftig waren.
Ja, tut mal engagen. Cavalry! On my fire! Soldiers! So, unsere Leute sind da mittendrin. Wir dürfen uns nicht allzu sehr entfernen, würde ich sagen. Weil wie viele normale Rekruten hier dabei sind. War mal unser Henkersball hier. Da ist sogar die Lannister Infanterie. Lass mal hier raus. Geh mal auf die rechte Flanke. Da ist auch Kavallerie vom Feind. Oh, da ist das Cavalry Engagement auf der anderen Seite. Komm schon. Jawohl. Da liegt das Banner am Boden. Das sind eine Menge Schützen. Da gibt es auch noch eine Menge Armbrustschützen. Was macht sie alle nieder? Manche Kavallerie ist jetzt auch zurückgekehrt hier, um sie zu beschützen. Los, weg mit dir hier. Ja, sie versinken in der Infanterie. Genauso muss das sein. Viel mehr können wir hier echt nicht machen bei diesem Kampf. Oh mein Gott. Die massiven Mengen an Kavallerie sind echt heftig. Da kommt irgend so ein Heilwand von hinten, ne? Ja, und der nächste. Ihr Schweine. Ja. Jetzt müssen wir die Circle Charges, die abwarten. Aber ich denke, dann war es das auch für diese sehr, sehr schlachtenreiche Folge. So langsam. Wir warten noch das Ergebnis hier ab. Ja, also ich meine, was machst du gegen so viel Kavallerie? Außer vor allem so viel relativ elitärer Kavallerie, ne? Muss man auch sagen. Es ist ja sein, dass irgendwelche dahergelaufenen Reiter mit Lederrüstung oder so sind alle gut gepanzert. So, wie schaut's denn aus? Ja, Rekruten, die nehmen wir mal mit, die können wir bestimmt gebrauchen. Ja, wir haben ein paar Leute verloren, aber es geht sogar. Gefangene, Banner Knights, das meine ich, ne, hier. Mal schon die etwas teureren Leute lieber. Erstaunlich wenig Upgrades hier. So, zwei Stark House Guards. Ui. Oh mein Gott. Das ist ja, also, ne, ist nicht so schön, aber nicht schlecht. Lord, der ist Lightham. Tja. Erzähl bloß keinem, wo du das her hast. Mountain Destrier. Noble Mount. Wow. Nochmal sehr viel mehr Geschwindigkeit. Du hast, glaube ich, auch mal eine bessere Rüstung. Also das hat sich, dahin hat sich das super gelohnt, ne? Witzigerweise ist unser Lannister-Schwert trotzdem besser als das hier. Ungefähr genauso gut wie das hier. Schauen wir noch ganz kurz bei unserem Roint hier vorbei. Du hast einen Iron Arming Sword, ne? Hier, das ist ein Rusty. Dann nimm mal das hier.
Und den Rest werden wir einfach knallhart wahrscheinlich verkaufen, ehrlich gesagt. Ja, obwohl das nur 6% des Loots sind, ist das für uns echt ein Field Day, meine Güte. Ich überlege nur, ob wir... Nee, und das ist besser. Das ist wieder fast überladen. Oh mein Gott. 147 Grain. Und 77 Fisch. Aber wir nehmen es erstmal alles mit. Wir sind ja nicht so weit weg von der Stadt. Und dann versuche ich das mal zu verkaufen, ohne dabei zu sterben unterwegs. In der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Blablabla. Ich kann reden, ich verspreche es, wirklich. Nur den Mund aufmachen, die Worte eins nach dem anderen. So, also, macht's gut und ciao, ciao.